Glück auf und hallo, herzlich willkommen zu Command Modern Operations. Mein Name ist Tim oder auch Headbreaker und die Folge heute könnte man genauso gut Spoiler 1 nennen, denn wir werden uns natürlich, wenn wir diese ersten Missionen testen, auch spoilern. Das heißt, wir werden jetzt aber auch nicht unendlich viel Zeit ablaufen lassen und nicht unendlich viele Informationen sammeln, sondern was wir tun werden ist, die ersten 3 Stunden laufen zu lassen, einfach um zu gucken, was passiert, lösen wir schon irgendwas aus, wo wir jetzt sagen, das ist aber doof, das wollte ich so nicht. Oder sehen wir vielleicht irgendwo Probleme, wo wir nochmal nachregeln müssen, wo ich einfach auch was übersehen habe. Hintergedanke dabei ist einfach, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt am Ende einfach nur wissen, passt das soweit, funktioniert das, wie ich mir es vorstelle, um nicht, wenn wir dann später das Szenario in seiner Gesamtheit laufen zu lassen, feststellen, das klappt so nicht. Eventuell werden wir das auch für Timing-Sachen zwischendurch immer mal wieder machen, dass wir einfach sagen, okay, wir lassen jetzt einen begrenzten Teil des Szenarios einfach laufen, einfach auch um zu sehen, funktioniert das bis dahin, und ich werde diese Folgen dann hoffentlich auch eindeutig für euch benennen. Ich bin mir tatsächlich noch gar nicht sicher, wie ich die heute benenne, aber ich versuche das möglichst eindeutig zu machen, damit ihr auch wisst, hey, wenn ich da jetzt gucke, spoilere ich mich eventuell, ja. Deswegen, wenn ihr sagt, nee, ich möchte davon gar nichts wissen, ich möchte das dann wirklich in seiner Gesamtheit gucken, ob es halt am Ende wirklich Desert Storm ist oder Eagle Claw, dann ja, macht ihr jetzt einfach aus und dann freue ich mich hoffentlich, wenn ihr dann auch das nächste Mal wieder reinschaut. Und für alle anderen gehen wir jetzt rüber in die Map, legen wir los. Wunderbar. Wie gesagt, wir werden jetzt auch nicht hier ewige Zeit vergehen lassen, sondern wir werden wirklich sehen, dass wir das Ganze begrenzt halten. Ich habe hier so einen kleinen Wegpunkt schon gesetzt für die Drohne, falls ich es beim letzten Mal noch nicht erwähnt habe. Den wird sie erstmal anfliegen, bevor sie dann hier on Station geht. Hintergedanke des Ganzen ist einfach, wir müssen hier erstmal um den Bereich herumfliegen. Ansonsten wird die Drohne vermutlich abgeschossen, nehme ich an. Oder sorgt für unnötige Spannung. Und das würde ich gerne verhindern. Genau. Ansonsten denke ich, können wir das Ganze erst einmal so laufen lassen und gucken dann mal, was alles startet. Gut, wir haben hier, jetzt sind wir nicht gespoilert worden, sondern hier, die ihr seht, da steht, das hatten wir auch bei der MCON-Geschichte schon, die stehen auf Automatic Detection, also die würden wir jetzt vermutlich sowieso direkt sehen. Und ich nehme mal einfach an, dass das hier, dass er die über den Skript spawnt. Aber das ist hier zumindest alles nicht ganz so wild alles. Rad 2. Ja. Okay, also die Anlage, das gibt auch noch. Was jetzt hier wirklich ein Problem werden könnte, sind dann halt die SA-21er. Oh, hier ist einiges dazu gekommen. KS-19, das ist High Altitude Sam. Nicht Sam, sag ich schon, AAA. Hertz 9. So bin. Also es ist ein bisschen was dazugekommen. Geht aber noch.
Schauen wir einfach mal. Und wichtig ist, wir haben das jetzt gespawnt. Das heißt nicht, dass wenn wir jetzt das nächste Mal unsere Mission planen oder ablaufen lassen, dass das wieder so ist, sondern das wird ja über ein Skript gespawnt. Das heißt, vermutlich wird da also sich das Ganze auch wieder ändern. Das wird nicht an Zufalls generiert. Dementsprechend ist die Möglichkeit hoch, dass wir dann eine ganz andere Lage haben. Oh, wir haben Phantoms. Denn noch nichts, dass Heran feindlich uns gegenüber ist. Multi-Roll. Ah, okay. Ja, das habe ich vergessen. The Low Reason. Da muss ich also auch dann denken. Auch die Sentry natürlich, die da oben hinfliegt, braucht einen Wegpunkt. Seht ihr, das sind so diese Sachen, die man dann, sage ich jetzt mal, hoffentlich nicht vergisst, wenn man die Sache abspielen lässt, aber es geht, sowas vergisst man sehr, sehr schnell und ruckzuck ist alles im Eimer. Und dann guckt man doof aus der Wäsche und das ist gerade, wenn man dann aufnimmt, dann manchmal ein wenig dolle ärgerlich. Wir werden jetzt auch hier oben nicht zu sehr gucken, was er jetzt getan hat. Ja. Da haben wir wieder die Phantoms. Mal gucken, ob wir diesmal alles on Station kriegen, ohne dass irgendwo was Ärger macht. Da haben wir Tomcats. Ja, nichts, was wir nicht schon erwartet hätten. Phantom Dies. So, die erste Stunde ist rum. Wetterbericht. Finde ich immer gut. Weitere Tomcats. Ah, nicht hat der Iran ja gar nicht mehr so viele Tomcats. Ich denke also beinahe mal. Diese Automatic Detection. Ah, er rückt uns hier auf die Pelle. Will die Drohne, die untersucht er. Hat er getan und fliegt wieder weg. Heißt zumindest, dass er hier nicht automatisch alles als feindlich erkennt, obwohl das eigentlich sollte. Das heißt, unsere Störmaßnahmen haben zumindest einen gewissen Effekt.
Ziviler Luftverkehr finde ich immer sehr gut. Dann fängt man nicht an, auf alles zu schießen, was irgendwie in der Luft ist. Eine Emission von aufgefangen, wissen wir nicht, was es ist. Bonus on Station. Umgeht, ne? Ja. Gut, das wäre jetzt so etwas Lagebild, was wir auch hätten, wenn wir, wenn unsere B2s starten würden. Das heißt, wir sehen hier also, wie gut wir dann doch gerade diesen Bereich hier abdecken. Theoretisch wäre auch ein Angriff hier über Westen sehr gut möglich gewesen, würde aber halt leider sowohl die Gugas hier als auch unsere Trägergruppe hier stark begrenzen. Da wäre jetzt tatsächlich, wenn Kusan das Szenario nochmal baut, für mich interessant, eine Trägergruppe quasi in diesem Bereich. Und die Möglichkeit, eventuell von Europa aus Angriffe zu fliegen, ja, von NATO-Stützpunkten oder eben auch vom NATO-Stützpunkt Ijalik, wäre für mich da sehr interessant. Vielleicht halt auch ein Koalitionsangriff. Ja, also vielleicht, wenn man sagt, man kriegt kein UN-Mandat zusammen, innerhalb der Story immer, ne? Dass man dann eventuell sagt, ja, vielleicht halt wieder amerikanisch-britischer Angriff. Diesmal halt mit Unterstützung der türkischen Regierung, die dann quasi sagt, ja gut, wir beteiligen uns nicht direkt selber, aber ihr habt die Möglichkeit, Incirlik zu verwenden. Das wäre noch ganz spannend gewesen. Klar, hier oben hat der Gegner auch gute Luftverteidigungsmittel, aber es wäre für mich auch mal so ein interessantes Gedankenspiel. Nichtsdestotrotz, wir haben ja hier die Möglichkeit und ich denke, unsere beiden Korridore kriegen wir auch gesichert, gerade wenn wir den Gegner, was seine Luftaufklärung angeht, auch ein wenig einschränken bzw. blenden. Das heißt, gerade wenn wir hier das Early Warning Radar vernichten, eventuell hier diese beiden, dann verliert er hier ja schon ein Teil seiner Sicht. Ja. Ja, müssen wir halt einiges an Radaranlagen platt machen, aber dafür haben wir ja genug Flugkörper eigentlich. Gudi. Ja, bin ich gespannt, wie sich das Szenario noch weiterentwickelt. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, finde ich, für soweit. Auch, dass das hier alles gespawnt und so ein bisschen randomisiert wird, macht dieses Szenario für mich immer wieder spielbar. Gerade mit dem Baukastenprinzip, also als Sandbox-Spitze. Dafür wirklich Hut ab an den Szenariobauer, muss man wirklich sagen, hat er uns etwas ganz Tolles hier gegeben. Das ist ein Szenario, wo man auch wirklich sagen kann, dafür könnte man meiner Meinung nach auch Geld bezahlen. Wie seht ihr das? Und dann freue ich mich noch auf viel, viel Input. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder bei Command Modern Operations und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sagt mir mal bis dann. Ciao, ciao. Herzlich willkommen in der Endcard. Was soll ich euch sagen? Ihr kennt das alles schon. Daumen hoch wäre toll, Daumen runter, auch wenn euch was nicht gefallen hat. Über Kommentare, Kritik als auch Lob freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und wenn ihr möchtet, gibt es hier noch weitere Videos neben mir. Ansonsten ein Abo wäre super.
Wenn ihr up to date bleiben wollt, wie immer die Glocke. Und sonst habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich hoffe, dass ihr fit und munter und gesund bleibt, auf euch gut aufpasst und ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch was. Bis denn dann und ciao, ciao.